Wieso Simex und ich uns wirklich getrennt haben. Let's see. Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich weiß, ihr habt lange auf dieses Video warten müssen, aber ich hoffe, es gefällt euch und ihr seid mir nicht allzu böse. Heute habe ich mal etwas anderes vorbereitet. Und zwar habe ich ein paar Aufnahmen von meinem Tagesablauf gemacht. Ich will jetzt hier niemanden fronten. Ich will jetzt hier wirklich niemanden fronten, Chat. Aber eine Sache, die ich gelernt habe, Heilsteine sind Steine. Und haltet euch von Leuten fern, die Heilsteine zu sehr fühlen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach nur so ein Saying. Versteht ihr? Wenn dir jemand sagt, ein Heilstein hilft dir, dann ist es okay. Aber wenn dich jemand mit Heilstein therapiert, dann ist das vielleicht eine Person, die von meiner Routine, zumindest in meiner Erfahrung, und dazu ein kleines Voiceover gemacht. Das heißt, halt Steine, also, ne? Ich rede nicht mit euch, ihr hört trotzdem meine Stimme. Das sind Stimme, halt Steine. Denn ich möchte nicht, dass ihr euch ablenken lasst, wenn ich mich einfach ganz normal vor die Kamera stelle und ich rede. Außerdem fällt es mir ein bisschen leichter, in ein Mikrofon zu reden, anstatt vor der Kamera zu sitzen, da ich immer ein bisschen nervös werde. Wie schafft sie es, ein Video zu machen, was übertrieben clean ist und sau die kranken Kamerafahrten und alles hat? Und ihr Boyfriend? Ja! Aber ich will nicht lange drum rumreden und endlich anfangen. Ja. Ich weiß, dass ihr alle aus einem bestimmten Grund auf dieses Video geklickt habt. Ja. Ihr wollt endlich die Wahrheit wissen. Genau. Die Wahrheit, wieso ich und mein Freund uns vor ein paar Wochen getrennt haben. Wieso unsere komplette Trennung gefühlt auf ganz YouTube thematisiert wird. Und wieso wir jetzt auf einmal wieder zusammen sind. Obwohl wir uns doch eigentlich Ellie ist getrennt so haben. Und es so ein Drama. Digga, wie viele Kerzen hat die in ihrer Wohnung? Die Antwort ist einfach. Und die Wahrheit ist auch ganz einfach und simpel. Denn keine Beziehung ist perfekt. Keine Beziehung läuft immer nur gut. Keine Beziehung läuft so wie in Filmen, die wir uns im Kino anschauen. Was? Und genauso wenig perfekt ist die Beziehung zwischen mir und meinem Freund. Wir sind jetzt knapp seit 6 Monaten zusammen und haben schon sehr, sehr viel erlebt. Wir sind ausgewandert, haben uns einen Hund geholt, haben so gut wie jeden Kram durchgemacht. Mhm. Wir haben uns auch sehr, sehr oft gestritten. Wieso ihr das nie mitbekommen habt? Weil wir es nie veröffentlicht haben. Wieso sollte man etwas so, so Privates in die Öffentlichkeit stellen? Tja, und leider ist es bei unserer Trennung passiert. Simi war sehr emotional. Simi war sehr emotional, ja. Es Wie gab viele Sachen zum Anzünden hat sie bitte zu Hause? So der Spanier filmt. Chat, habt Respekt. So viele Missverständnisse. Und durch dieses ganze Drama sie und Buddhistin, eher fehlende Kommunikation auf beiden Seiten ist dieses Trennungsvideo entstanden. Die Emotionen, die Simi gezeigt hat, waren real. Er hat so viel Schmerz empfunden. Er hat geweint. Er hat euch alles erzählt. Alles. Aber es war nun mal seine Seite dieser Story. Und für alle Menschen, die jetzt hoffen mit diesem Video, ich werde ihn runter... Chat, hört auf sie zu geiern. ...machen. Ich werde irgendwelche Geheimnisse von ihm erzählen. Oder seine Fehler nennen, die er getan hat. Denn nicht nur ich war die Böse. Der täuscht sich. Denn ich finde, keine privaten Sachen sollten jemals auf YouTube online kommen. Ja. Oder im Internet landen. Chat, sind eure Chakren geöffnet? Wenn ich probiere... Kann ich ein paar PPGAs in den Chat haben, wenn eure Chakren auf sind? Wenn ich Probleme habe, dann berede ich das mit meiner Familie. Dann berede ich das mit Freunden. Oder, ganz wichtig, mit meinem Freund. Und egal, wie schlecht es manchmal läuft, egal, wie viele Menschen mich... Was haben wir hier noch? 1984 von George Orwell. Ja, ist kein schlechtes Buch, findet man aber in jeder halb esoterisch anmaßenden Wohnung. Die Kuh, die weinte. Ein Buch über Veganismus. Wenn du Liebe willst,
musst du Liebe sein, Taulin. Mich jetzt hassen, weil sie denken, ich hätte meinen Freund betrogen. Egal wie viele Menschen finden, dass Simeon dumm ist, weil er jetzt wieder mit mir zusammen ist. Es ist mir egal. Ich werde niemals im Internet ein Video posten, während... Warum sieht sie in dem Video so anders aus? ...ich in einer glücklichen Beziehung bin. Mein Partner schlecht machen, ihn runter machen, nur damit ich besser dastehe. Wieso ist sie so friedlich und... Hä? Sie ist ganz anders. Sie ist ein anderer Mensch, oder? Stock-Videos. Nee. Das ist gar nicht sie. Das ist einfach eine andere Person. Das ist einfach eine andere Person. Das ist einfach gar nicht sie. Sie hat einfach irgendeinen Typen, irgendeine Frau auf Fiverr bezahlt. Das ist gar nicht sie. Das ist einfach ein Stock-Video. Gleich loop das auch einmal. Und sie macht einfach ein Voice-Over. Alle Menschen, die deswegen auf dieses Video geklickt haben, weil sie sich das vom Titel erhofft haben, sollten sich auch schämen. Ich werde meinen Freund nicht runtermachen. Ich werde auch nicht weiterhin preisgeben, was alles schlecht in unserer Beziehung läuft. Okay. Die guten Momente, die bekommt ihr zu sehen. Und das sollte ist auch aber eine, ist aber eine normal reife Einstellung. Sein, ist eine reife Einstellung. Nur Sachen. Klar. Nach der Trennung wird immer wieder ausgepackt. Chat, lasst es. Gigant ist wieder hier. Och nein, Digga. Junge, Gigant, wie schaffst du das jedes Mal, wenn ich mir sowas reinziehe, dass du hier im Chat bist, Bro? Klar, ich kann's verstehen. Chat, was für Füße? Hört mal auf. Ihr seid Teil unseres Lebens. Ihr bekommt Sachen mit. Ihr seht unseren Alltag. Ihr seht auch mal, wenn wir mal dumme Sachen sagen. Aber die privaten Sachen, die nur in diesen vier Wänden geschehen, die... Wieso Simax und ich uns wirklich getrennt haben? Ja, aber das hat sie ja nicht gesagt. Das hat sie bis jetzt ja noch nicht gesagt. Also... Die sollten... 0,5 Geschwindigkeit. Chat ist so besser? Genau. Nur hier bleiben. Und... Ich habe nie in meinem Leben versucht, gut dazustehen bei irgendwelchen anderen Menschen. Ich habe nie versucht, anderen Menschen zu gefallen. Und das werde ich mir auch beibehalten, denn es gibt so viele Menschen auf dieser Welt und ich werde niemals in meinem Leben zufrieden sein. Ich will dir jetzt, es ist ein sehr selbstreflektiertes, schönes Video und so und es macht alles sehr Sinn, es wirkt alles sehr harmonisch und so, aber sie hat bis jetzt noch nicht gesagt, also warum sie sich wirklich getrennt haben. Wenn ich versuche, andere zufriedenzustellen, ich werde niemals glücklich werden, wenn ich mich von Dingen, beziehungsweise wenn ich mein Glück von Dingen abhängig mache, die ich nicht kontrollieren kann. Und deswegen ist dieses Video auch nicht so, wie ihr es euch gewünscht habt. So, ich weiß, dass sich jetzt viele denken werden, hey, so, sie macht Clickbait, hey, wieso erzählt sie nicht, was passiert ist? Hey, sie kann nicht die Wahrheit sagen oder sie kann nicht sagen, was wirklich vorgefallen ist, weil... Ja, ja, das macht sie gerade. Sie soll schlecht dastehen. Nein, Leute, ich habe meinen Freund nicht betrogen. Und nein, Leute, ich hatte nichts mit irgendeinem Spanier hier in Barcelona. Okay. Das ist schon mal good to know. Das ist schon mal ein Statement. Und das ist das Einzige, was ich dazu sagen werde. Und das ist auch das Einzige, was zählt. Denn Loyalität, Ehrlichkeit ist das Wichtigste in einer Beziehung. Kannst rausgehen, das ist Loop. Und ich kann nachts gut schlafen. Bro, ich habe nichts verstanden in den 10 Minuten. Ich weiß alles. Denn ich weiß, ich war immer loyal zu meinem Freund. Ich kann nachts gut schlafen, weil ich weiß, dass ich nie einen derartigen Fehler in dieser Beziehung gemacht habe. Und ja... Ich habe meine Macken, ich bin sehr, sehr eifersüchtig und manchmal nehme ich auch Sachen sehr, sehr persönlich. Und das sind Dinge, an denen ich auf jeden Fall arbeiten muss, denn ja, sonst kann ich nie glücklich werden. Aber ich werde an diesen Dingen arbeiten, hinter verschlossenen Türen. Ich werde an den Dingen arbeiten. Welche Farbe hatte das Sofa? Grün, das Sofa war grün. Digga, wie fuck ich auf? Wie ist das Video? Indem ich mit meinem Freund darüber rede. Ich werde an den... Digga, das Geile ist, sie macht so ein... esoterisch angehaucht, selbstreflektiertes Video. Alles cool, alles cool. Sehr, sehr entspannt, chillige Vibes. Und dann wird's hochgeladen auf dem Kanal. Mrs. Juicy Ass. Der Kanal heißt Mrs. Juicy Ass. Und da liegen Heilsteine rum. Ding arbeiten, wenn ich mit meiner Familie rede und sie mir einen guten Rat geben. Und... nicht auf YouTube. Ich kann meinen Freunden nachvollziehen. Er hat sich alleine gefühlt. Er hat einfach Bestätigung gebraucht, dass er emotional sein darf, dass er sich so fühlen darf, wie er sich da gefühlt hat. Und das kann ich nachvollziehen. Okay. Und
ich werde ihm auch niemals dafür böse sein. Auch wenn ganz Deutschland mich hasst. Auch wenn dann ganz Deutschland denkt, dass ich eine Fremdgeherin bin. Nein. Wir wissen alle, wer der Fremdgeher hier ist. Das bin ich, ne, Chat? Ich werde niemals meinen Freund im Internet bloßstellen. Und er hat das getan mit dem Video. Und das kann man nicht leugnen. Aber ich verzeihe es ihm, genauso wie er es mir verziehen hat, dass... Ich bin sehr auf das Bild gespannt. ...sich bei anderen Menschen mir Hilfe geholt habe, statt bei ihm. Mhm. Und wenn mein eigener Freund mir das verzeihen kann, dann kann das... Sie hat gerade for real einfach ein leeres Bild aufgestellt. Bro, das ist eine Staffelei, da stellt man das drauf zum Malen. ...glaube ich, ein Zuschauer von mir oder von meinem Freund auch. Und ja, was kann ich noch dazu sagen? Ich weiß, dass Trennungen, Streitereien, Aneckungen, all diese Dinge gut im Internet ankommen. Und wie verdient sie ihr Geld? Was ist ihr Job? Und man darf ich das? Muss auch ehrlich sein, natürlich haben wir Profit in irgendeiner Art und Wieso ist jetzt Jela Maler? Weise durch diese Trennung gemacht. Aber das war nie unsere Intention. Er hat sich alleine gefühlt. Und jeder Mensch, der sich alleine fühlt, braucht Liebe. Jeder Mensch, der eine schwierige Zeit in seinem Leben durchmacht, der braucht Bestätigung und Anerkennung. Das sind Sachen, die Menschen immer gebraucht haben und immer brauchen werden. Und ich habe mir diese Bestätigung von meiner Familie oder von einem Menschen geholt. Die Pinselführung ist nicht so gut. Im realen Leben. Und Simi, da YouTube so ein großer Teil seines Lebens ist, hat das einfach im Internet gemacht. Und wir müssen jetzt mit den Konsequenzen leben, dass unsere Trennung in ganz Deutschland thematisiert wurde. Aber ich kann drüberstehen, denn ich weiß, ich habe nicht viel falsch gemacht. Nicht viel falsch gemacht. Und Simi kann da auch drüberstehen, weil er auch nicht viel falsch gemacht hat. Und ja gut, dann ist das Ganze doch wieder einfach nur big aufgeblasen worden und es ist einfach geklickt bei dir bis zum geht nicht mehr, oder? Und wieso sollten Menschen, die keinerlei Bindung zu uns haben, keinerlei Beziehung oder emotionale Gefühle uns gegenüber haben, wieso sollten diese Menschen urteilen dürfen? Wieso sollten diese Menschen emotional sein dürfen, wenn wir es nicht sind? Wir haben damit abgeschlossen, wir haben darüber geredet und wir haben alles geklärt. Wie kann es sein, dass ihr weiterhin YouTuber supportet, die so, so menschenfeindlich sind und so, so viele schlechte Dinge machen, aber ein junges Pärchen hatet, weil sie wieder zusammen sind nach einem Breakup-Video? Ich sag die ganze Zeit, ich find's mega chillig, dass ihr wieder zusammen seid, aber der Kontext, ich habe jetzt neun Minuten zu Sachen gehört, aber ich habe in den 9 Minuten nichts gehört. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe einen Lo-Fi-Beat gehört und da hat irgendwer drüber gebrabbelt und ich kann mir keinen Kontext bilden. Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ich mache morgen auch einfach ein Video, das nenne ich, warum ich mich mit Antonia getrennt habe. Und dann mache ich genau das Gleiche. Ich mache 1:1 das Gleiche, Chat. Aber come on, Leute. Fangt endlich an, die richtigen Leute zu supporten und... Ja, wer sind denn die richtigen Leute? Z-Max? Ist Z-Max... Sie und ich sind wieder zusammen und wir sind sehr, sehr glücklich. Das ist doch schön, das freut uns doch alle. Aber gleichzeitig sind wir auch alle sehr verwirrt. Glücklicher als davor, um ehrlich zu sein. Das ist doch gut. Und dann braucht es nur einen nationalen Skandal und ihr seid glücklicher. Falls es irgendwann mal zu Ende sein sollte, werden wir es auf jeden Fall nicht wieder auf diese Art und Weise kommunizieren. Ist das Bild fertig? Ist das Bild fertig? Ich hab früher von einer Freundin von mir 15 Euro bekommen, wenn ich mit Windows Movie Player so Videos geschnitten habe für ihren Freund. Das war meine Lieblingsblende. Die habe ich immer benutzt. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ja. Hä? Ich weiß, der Titel ist Clickbait. Ja, ich weiß, in dem Video wurden andere Sachen verarscht, als ihr euch eigentlich erhofft habt mit diesem ich Video. Ja. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. In dem Video wurde nichts besprochen. Es wurde nichts in dem Video besprochen. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, also Real Talk, Deep Talk, ja. Ja, bitte. Ich würde mir einen Deep Talk-Kanal wünschen und dass du ein bisschen was über Steine erzählst. Über Heilsteine. Das würde mich im Leben weiterbringen. Ich will wissen, die Heilsteine. Meine Meinung zu gewissen Themen, dann würde ich... Ist das eine Perücke?
Ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, diesem Video ein Like da lasst. Und ja, ich sehe euch beim nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Ich bin Max, ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Der Spanier hat sich auch dazu geäußert. Schau mal hier. Hola amigos, mío soy el español. Ich wollte mich erstmal vorstellen. Viele reden im Internet über mich. Ich bin der spanische Freund von Ellie. Auch an dich, C-Max, erstmal hallo. Wir kommen später dazu. Ich wollte mich einmal zu der ganzen Sache äußern. Hä? Erstmals viele zu mich. Ich bin gar kein richtiger Spanier. Ich komme eigentlich aus Bosnien. Ich studiere hier in Spanien. Ich spreche auch Spanisch. Wenn ich hier bin, eigentlich, ich spreche nur Spanisch. Was? Aber für das Video, ich denke, auf Deutsch verstehen es die meisten, äußere ich mich dieses Mal so dazu. Im Internet viele Lügen. Sehr viele Lügen. Aber bei mir die meisten Lügen. Was? Ellie, du hast zu mir gesagt, ich bin dein Traummann. Du hast gesagt, wir bauen eine Villa hier in Barcelona. Oh Gott. Unsere Kinder werden hier Fußball spielen. Du hast mich angelogen. Ich wurde weggeworfen wie ein nasses Handtuch. Einfach auf die Straße. Jetzt, ich sitze hier alleine. C-Max, an dich, Entschuldigung. Ich weiß für dich, dein Herz hat geblutet. Du warst traurig, du warst enttäuscht, du warst wütend. Ich kann das ist doch nicht ernst, oder? Verstehen. Es tut mir leid, wie ich mit dir geredet habe. Es tut mir leid. Ich kann dich nachvollziehen. Aber ich bin einfach nur enttäuscht von Ellie. Das ist ein Fake. Diese ganzen Lügen im Internet. Das ist ein Troll, oder? Traurig. Ich sitze hier, trauriges Herz. Ich bin am Boden, meine Freunde. Ich bin am Boden. Ich bin einfach nur traurig. Mir wurde alles versprochen, jetzt ich sitze alleine hier. Ich wollte einfach nur einer jungen Frau helfen.